Die elektrische Parkbremse gewährleistet den vollständigen Stillstand des Fahrzeugs beim Halten. Sobald der Motor abgestellt wird, schaltet sie sich automatisch ein. Wenn das Fahrzeug steht, wird es durch die automatische Parkbremse festgestellt. Gleiches gilt, wenn der Sicherheitsgurt gelöst, die Fahrertür geöffnet oder der Motor abgestellt wird. Das Anziehen der elektrischen Parkbremse wird durch diese Meldung und die Kontrollleuchte P auf der Instrumententafel sowie das Aufleuchten einer Kontrollleuchte am Schalter angezeigt. Die Deaktivierung der elektrischen Parkbremse erfolgt automatisch beim Start des Fahrzeugs, wenn Sie das Gaspedal betätigen. Die Kontrollleuchten des Schalters und auf der Instrumententafel erlöschen. Beachten Sie, dass in allen Fällen, bei denen der Motor nicht absichtlich abgestellt wird, zum Beispiel beim Abwürgen des Motors, die elektrische Parkbremse nicht automatisch anzieht. Sie müssen dann manuell bremsen. Dazu einfach am Schalter ziehen. Die Kontrollleuchte des Schalters und die Kontrollleuchte P an der Instrumententafel leuchten nun auf. Wenn Sie die Fahrertür öffnen, obwohl der Motor noch läuft, wird doppelt signalisiert, dass die Feststellbremse nicht aktiviert wurde. Es ertönt ein akustisches Signal und die Meldung Feststellbremse betätigen erscheint auf der Instrumententafel. Wenn Sie beispielsweise an einem Hang parken, müssen Sie den Schalter einige Sekunden lang halten, um die maximale Bremskraft zu erreichen. Um die elektrische Parkbremse bei eingeschalteter Zündung manuell zu lösen, drücken Sie ganz normal auf das Bremspedal und betätigen dann den Schalter. Die Kontrollleuchten auf der Instrumententafel und am Schalter erlöschen zur Bestätigung Ihrer Aktion. Bevor Sie Ihr Fahrzeug verlassen, stellen Sie stets sicher, dass die elektrische Parkbremse angezogen ist.